Zu einer Dankeschön-Veranstaltung hatte der Kreisfeuerwehrverband Burgenlandkreis nach Stößen geladen. Dieser Einladung waren nicht nur die verschiedensten Wehren des Kreises gefolgt, auch Vertreter der lokalen Politik, wie der Hohenmölsener Bürgermeister Andy Haug, über den Landrat Harry Reiche bis hin zum Innenminister des Landes Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, waren erschienen, um den vielen Ehrenamtlern in den Reihen der Feuerwehr zu danken. Denn ohne die aufopfernde und zeitraubende Arbeit dieser wäre es nicht möglich, Nachwuchs auszubilden oder für die Sicherheit der Bürger zu sorgen. Und so konnten sie es sich an diesem Tag selber mal gut gehen lassen und feiern. Bei Live-Musik eines Spielmannszuges, Leckergerichten aus der Feldküche und reichlich Getränken wurde auch einiges geboten. Außerdem gab es einen Verkaufsstand für verschiedene Ausrüstungsgegenstände und wer Petrus und dem Regen trotzte, konnte sich auf dem Gelände über neueste Lösch- und Rettungstechnik informieren und mit der Technik der Urväter vergleichen. Und auch wir sagen Danke.